So, ich übergebe an meine Partnerin My Skybridge mit dem Vorlesen. Und ich sagte dann immer Bescheid, wenn ich hier. Okay, wollen wir anklicken? Ja. Okay, ich hab. Okay. Der geheime Pfad über das Grautalgebirge ist nicht nur schwer zu finden, sondern auch mit Fallen versehen. Wenn man nicht weiß, wie man daran vorbeikommen kann, ist es unmöglich, das Ende des Pfades zu erreichen. Zumindest, wenn man lebend ankommen will. Familie Jarlassen hütet die Geheimnisse der Fallen des geheimen Pfades schon seit Generationen. Wenn du Dorif Jarlassen klar machen kannst, wieso es so wichtig ist, diesen Weg zu nehmen, erzählt sie dir sicher etwas über die Fallen. Sprich mit Dorif Jarlassen und erkläre ihr die Situation. Viel Glück. Machen wir das mal. Ja. Warte, ich muss erst raus hier. Ja, ich auch. Fertig. Ach, da. Ja. So, jetzt komm. Oh. Okay, du reitest hier. Warte, ich komme. Ja, ist der beste Weg. Ja. Oh, da war Amadea. Aber umso mehr Parts wir heute machen, umso besser für uns. Ja. Oh Gott. Wenn immer zu viele da sind, dann fängt es an zu lacken. Ja. Hier unten ist er. Ja. Deswegen versuche ich dann immer. Wo ist er denn? Uhu! Ach, da ist er! Komm, put. Okay. Ja. Okay. Hallo, wie kann ich dir an solch einem schönen Tag wie heute behilflich sein? Du willst wissen, wie man an den Fallen auf den geheimen Pfad über das Krautalgebirge vorbeikommt? Das ist eines unserer ältesten Familiengeheimnisse. Kann ich dir darauf vertrauen, dass du es niemandem etwas über darüber erzählst? Okay. Mal gucken. Draufklicken? Ja. Okay. So, du willst also wissen, wie man über das Grautalgebirge kommt. Wie du dir sicher schon gedacht hast, ist es der geheime Pfad über das Gebirge. Wie der Name schon sagt, geheim. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad ist und meine Familie weiß, wie man an den gefährlichsten Fallen auf den Weg vorbeikommt, die diesen vor Eindringlingen der Erdeprovinz schützen sollen. Ich verstehe, dass es wichtig für dich ist, nach Epona zu kommen. Ich helfe dir also gut, so gut ich kann. Diese Informationen, die du suchst, sind im Jarlassen-Code verzeichnet. Ein altes Dokument, welches seit Generationen weitergegeben wird. Doch leider ist es schon länger nicht mehr in unserem Besitz. Schau doch nicht so schockiert. Es ist in guten Händen, also es ist genauso gut. Das heißt aber, dass ich es dir nicht geben kann. Du musst Jill Goldspur um Erlaubnis fragen, es auszuleihen. Weißt du, es wird gespendet nach Jarlaheim, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer alter Sachen. Wir konnten uns einfach nicht um all diese Antiquitäten kümmern und hatten Sorge, dass sie kaputt gehen würden. Also haben wir sie in der Stadt geschenkt, damit aus
ausgebildete Experten und Forscher Joriks darum kümmern könne. Ich weiß, dass du sich... Ja, das ist ein Code, den Keller des Rathauses in einem speziellen Rahmen mit genau der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit befindet. Er wird also extrem wertvoll angesehen. Aber ich bin sicher, dass Jill Goldspur in dir ausleiht. Bei all dem, was du für Jalaheim getan hast, grüßt Jill von mir und komm zurück, wenn du Jalas Code besorgt hast. Lea. Lea. Sprich mit Jill Goldspur. Okay, warte. Okay. Ich weiß. Komm mal mit. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich komm vor zu dir. Okay. Hier. Wo bist du? Ja. Ach ja. Put. Ja, wo bist du jetzt schon wieder? Ich seh dich. Hinter mir. Fail. Oh ja. Die haben haufenweise Aufgaben, muss ich sagen. Oh ja. Mit vielen XP. Also ich bin jetzt Mitte des Falls bei Level 17. Oi. Vielleicht funkt es ja noch mit Level 18. Oh, das wäre genial. So. Nicht du? Ich? Ja. Warte, bei mir läuft die davon. Jetzt. Du fragst dich, ob du ein Dokument aus der Stadtbibliothek ausleihen kannst? Das erlauben wir normalerweise nicht. Aber vielleicht können wir bei dir eine kleine Ausnahme machen. Um welches Dokument handelt es sich denn? Den Jarlassen-Code? Der ungelöste Code, der einst Familie Jarlassen gehörte? Ist dir klar, dass dies eines der wertvollsten historischen Dokumente ist, die Stadt besitzt? Kommt nicht in Frage. Mann, ist die Bar. Ja, leer. Okay. Hast du angeklickt? Ja. Es tut mir leid, aber historische Dokumente müssen von ausgebildeten Historikern gehandhabt werden. So dass es undenkbar wäre, dich mit diesem Dokument herumhantieren zu lassen. Wahrscheinlich wäre mein unfähiger Bruder auf die Idee gekommen, dich reinzulassen. Aber er ist zum Glück verschwunden. Typisch. Ich bat ihn, eine Reihe wichtiger Dokumente bis morgen in der Früh zu unterschreiben. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, dass er sich beeilen soll. Boah. Check Jakob. Okay. Hier oben, wo die Menschenmasse steht. Oh Gott. So, ich komme. Hallo, ja, ich komme ja hier noch nicht mal ran. Ah, doch, jetzt. Hast du? Ja. Hi, was geht? Hast du Jill gesehen? Ich versuche mich vorhin zu verstecken. Sie will, dass ich arbeite. Schlimm, was? Sie will, dass ich diese langweiligen Dokumente hier ausfülle. Siehst du? Schau dir das mal an. Okay, ups. Ist der Mann irre. Hast du angeklickt? Ja. Huch, da fliegen alle wichtigen Dokumente mit dem Wind davon. Wie schrecklich. Da kann man wohl nichts machen. Sollen wir ein paar Videospiele spielen? Geil. Ach, war gut, ja? Mit der Frage. Ja. Du willst in die alte Bibliothek rein? Warum? Da gibt's nichts Tolles. Nur eine Menge Bücher und Papiere. Du musst da rein,
Aber Chill lässt dich nicht. Okay, natürlich rege ich das, mein Freund. Aber vielleicht kannst du mir vorher bei etwas helfen. Ja? Cool. Chill wird sauer sein, wenn ich diese Papiere nicht unterschreibe. Kannst du das erledigen? Bitte, bitte. Ich verspreche, dass ich dich dann in die Bibliothek lasse. Hilfst du mir? Super, duper. Hier nimm meinen neuen Stift. Der ist der Wahnsinn. Hihi. Was haben die mit den Hihi? Ich weiß es nicht. Oha, das sind voll viele. Alter. Okay. Dann machen wir mal. Versuchen wir mal. Einmal. 100. 100! Es sind 100. Sind die, Mann, irre? Es sind 100. Die sind irre. Ich wollte gerade sagen, das war viele Stunden später. Du hast uns das jetzt verraten. Nicht spoilern, Pami. Ich kann nicht davon fertig. Ah. Ja. Viele Stunden später. Geil. Okay. Das war jetzt gut. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Okay. Jetzt muss ich noch rankommen. So. Hast du angeklickt? Ja. Was? Du bist schon fertig? Klasse Stift, was? Haha. Ja, schön. Hast du angeklickt? Ja. Ich muss immer fragen. Ja. Also, da wäre noch eine Sache, die du für mich tun könntest. Bitte. Cool. Weißt du, alle hier in der Stadt haben etliche Meinungen, was ich machen soll. Ich versuche, den Ganzen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber jetzt habe ich Chill versprochen, die Bürger von Angesicht zu treffen. Es ist wohl ganz gut für mein Image, wenn ich mich dort blicken lasse. Und ich stimme zu. Wer will nicht gerne so eine nette Person wie mich treffen? Ist der selbstverliebt oder sowas? Ja, eingebildet. Ja. Aber, ich habe nicht wirklich Zeit. Ich habe zurzeit viel wichtige Dinge zu tun. Bürgermeistersachen, du weißt schon. Vielleicht kannst du das für mich erledigen. Kannst du das? Bitte. Oh Gott, den mit seinem Bitte. Ja. Cool. Komm später einfach zurück. Dann lasse ich dich in die Bibliothek. Ich schwöre. Leer. Oh, jetzt müssen wir das mit den... Was macht die da? Okay, die Müllabfuhr war eine Katastrophe. Was war hier? Früher war es besser, wenn Elaine Goldschmidt doch nur wieder Bürgermeisterin wäre. Okay. Okay, hier ist nichts. Ah, hier unten. Und die Ärztin auch. Kann die Stadt keinen Aufzug runter zum Hafen bauen? Oh. Was haben die für Voraussetzungen hier? Ah, hier auch. Ja, hier ist wird dann mit der Müllabfuhr. Ah, hier. Ich auch. Ich hab's auch fertig.
müssen zu chillen. Oh. Ah, so. Boah. Ich sag doch, ich reite immer zu viel. Hast du? Ja. Ob ich weiß, wo Jack ist? Ist er wieder verschwunden? Bin bald Level 18.